Ja, herzlich willkommen zurück auf der Map Yasuo V2. Ja, also die ersten Bauarbeiten, größeren Bauarbeiten auf dem Hof sind jetzt erstmal vollendet. Bringe jetzt noch eine Ladung Baumstämme zum Sägewerk. Werk. Und jo, dann müssen wir mal weitersehen, wie es oder müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Den LKW werde ich da unten stehen lassen beim Sägewerk. Glaube, den brauche ich nicht mehr am Hof. Erstmal zumindest, und ansonsten kann ich ihn mir ja wiederholen, gell? Werden wir die Gehölze dann gleich mal eben abladen? Mein Junge, jetzt bist du fällig. Jetzt kommt Papa. Jetzt nicht so schnell um die Ecke, sonst fallen wir um. War so ein Holzwagen, Bombs, Dings, Gedönse, Dingenskirchen. Sehr kopflastig. Fällt schnell auf die Seite. Ich glaube, da liegt erstmal genug drauf. So. Wir fahren, fahren, fahren mit dem Bagger. Der Bodo mit dem Bagger hier, der baggert noch. Jetzt wäre der andere schön, wo man die Kabine hochfahren kann, ne? Aber das geht bei dem hier leider nicht. Der hatte leider einen total bescheidenen Greifer. Muss mal so etwas vornehmer auszudrücken. Wo hänge ich denn jetzt? Hello. Again. Wo bin ich denn? Ein bisschen hier, wa? Ich fummel mich da dran. Keine Panik auf der Titanic. Mal gucken. Ey, ich habe zwei Stämme. Yeah. Drei sogar. Und den einen verliere ich gleich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Nur schauen Sie mal, nur gucken Sie. Jetzt den ganzen Bagger hoch.
Na, sowas. Kommt nicht hoch genug eigentlich. Wie gesagt, der andere Langarm mit der Kabine zum Hochstellen wäre schöner. Oder ich muss für den Fuchsbagger wiederholen. Mal gucken. Erstmal lassen wir das so. Das geht nicht gut. Ich schmeiß alles weg. Alles fällt in Dreck. Weil ich den nicht hoch genug heben kann, ne? Schade, schade. Weil eigentlich gefällt mir der Bagger hier wohl. Kann man eigentlich gut mitarbeiten. Nur wie gesagt, für diesen Zweck. Anscheinend nicht ganz so gut. Weil ich mit dem Arm nicht hoch genug komme. Das ist nichts gut. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch bei den ganzen Rumgedönse den Kasten, also den LKW, noch mehr an mich rangezogen. Gell? Macht es dann auch nicht mehr einfacher. Aber der Wille war da. So. Sein letzter Wille. Nie ohne Pille oder so. Ah ja, der LKW, der ist einiges zu mir rüber gewandert. Aber komischerweise kannst du, ja, noch ein bisschen geht's. Halt. Halt, halt. Kalender verlässt den Saal, es sei denn, er mischte mal. So. Jetzt muss ich mal den LKW wegfahren, weil ich glaube, dahinter liegt noch einer. Oh, ey. Ach, einer? Das war ja wieder ein guter Witz.
Oh. Also ein bisschen spielen muss sein, ne? Das hilft alles nichts. Ich muss ja auch ein bisschen was für meine Feinmotorik machen. Der eine oder andere wird darüber lachen, aber so lächerlich ist das gar nicht. Weil ja, ich habe es ja schon öfter gesagt, einen Dachschaden habe. Oh, und zwar in dem Sinne, ich hatte es ja schon mal gesagt, naja, ich habe halt so einen leichten Schlaganfall gehabt vor ein paar Jahren. Dieses Jahr wären es 10 Jahre her. Ich muss ja immer so ein bisschen Gehirnarbeit leisten. So mit der Feinmotorik der Finger und Hände. So wie auch ein bisschen was für den Kopf tun. Ich überlege, was und wie und warum und ne? Darum kann das durchaus passieren, dass ich mal mit meiner Nummerierung der Folgen durcheinander komme. Es wird dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal aufgefallen sein, dass ich meine Folge vergessen habe aufzuschreiben oder wie auch immer. Das ist einfach, weil ich es durcheinander bringe. Obwohl ich mir das immer noch zusätzlich auf Zettel schreibe, beziehungsweise im Buch schreibe. Aber trotz alledem passiert das halt. Und dieses Gedönse hier mit dem Holz ist für mich auch immer eine gute Aufgabe, sage ich mal. Weil ich mache das mit Joystick. Ich würde mir aber, ich hätte gerne zwei Joysticks, damit ich die Euro-Steuerung hier einbauen könnte oder programmieren könnte. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja bald. Mal gucken. Ich habe da ein schönes schönes Paar gesehen von Trust. Trust, Trust, Trust. Oh, ich muss hier. Oha. rechte und linken Joystick. Also ein Zweier-Set. Mal gucken. Mal gucken. Kostet aber auch ein bisschen, ne? Ich meine 145 oder sowas, das Set. Ich bin ja sonst so mit meinem Logitech hier ganz gut zufrieden, aber na 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 na, mal nicht komisch werden hier. Hat beim ersten Mal so gut geklappt mit dem Balken. Jetzt zickt da rum hier, dumm Dödel. Ach Quatsch, zu weit. Ich muss doch hier hin. Die müssen doch hier hin. Katzing! Jawoll ja! Die noch? Mal.
Oh, Schitte. Mein Fehler. Wem soll er denn auch wohl sonst? Mein Sein. Mein Sein. Bleibst du da drauf liegen, Gelümmel? So. Das kann arbeiten. Hier ist, glaube ich, noch nichts, ne? Zwei Stapel. Müsste mir eigentlich hier noch irgendwo so ein. Oder dem Jan mal sagen, dass er diese Unterstände hier leer macht. Das könnte auch gehen. Wenn man die Deko rausnimmt, da könnte man die nutzen, ne? Wäre ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Das werde ich ihm mal verklickern. Wie schaut es hier aus? Ja, guck. Das passt schon. Ne, da wollte ich ja nicht hin. Da auch nicht, da auch nicht. Hier sind wir richtig. Jetzt muss ich mal eben bei Shop gucken. Nein, da. Was habe ich hier? So machen wir das. Und das setzen wir wieder zurück. Das lassen wir zum Hof liefern. Genau so. Wunderbar. Okay. Jetzt holen wir uns den Dretscher. Jetzt wächst das Gras schon wieder durch den Asphalt. Mit dem Zeug. Hier ist der Drescher, genau. Hier ist übrigens der Drescher, übrigens hier, ne? neue Halle hier, Durchfahrtshalle für Drescher und Großdings gebumsten. Hier noch eine Halle, Maschinen, Bumstings, gedönsten Halle, da muss ich hier mal gucken. Ich habe hier dann nämlich die Kartoffelwäsche und den, ne? Hier hingebaut. Allerdings musste ich erst die Gerätschaften hier hinstellen, dann die Halle drüber. Jetzt weiß ich nicht, ob die Trigger funktionieren. Das muss ich nachher mal probieren. Wenn du weißt, was ich meine. Aber erst bringe ich den Drescher jetzt an der Arbeit. Oh, das bleibt hier. Diese hohle Gasse muss ja kommen. Der wird vom Till. Upsi. Was ist denn? Halt. Ja, siehst du. Doch die falsche Farbe genommen, aber egal. Auf 4, ne? Wo hatte ich jetzt die Sonnenblumen? Leute. Ne, auf 10. Auf 10. Oh, das müsste gehen. Dann fahren wir hier hinten rum. Gar nicht dumm und bleibt trotzdem hängen. Es ist zu eng, oder? Geht tatsächlich. Ich werde ja wahnsinnig. Boah. Aber dafür bleibe ich da hängen. Weil wegen zu schnell. Ja, da vorne muss ich da noch ein paar
Nachbesserungsarbeiten tätigen. Kleines bisschen nachasphaltieren. Aber man ist ja nicht mehr hier. Habe ich noch eine andere Ausfahrt gemacht, ne? Sondern weiß Bescheid, ne? So. So, Sonnenblumen. Katsching, katsching. Ups. So. Kladderadat stehen auch auf. So. Helper, Kreis, jawohl, wunderbar, alles klar. Gas, mein Freund. Fahren Sie los. Tja, geht doch. Tja, und jetzt habe ich vergessen, was ich wieder machen wollte, ne? Ich bin so ein Dussel, ne? Mann, Mann, Mann. Ach so, ja, genau. Ich weiß es, wie der die Düften hier. Da kommt ein Heli, ein Kopter. Meister Propper. Mal einmal hier kicken. Stimmt, machen wir nachher weg. Habe ich denn eigentlich? Dekoration. Dekoration. Heißt nicht. Aber hier wird es auch nicht sein. Nein, nein, haben wir nicht. Alles klar. Ein paar Ölflecken oder so, ne? Aber naja, alles gut. Wir haben ja gute, neue Maschinen, saubere Maschinen. Da gibt es keine Ölflecken. Den passenden Frontlader dafür runterzuladen, dann habe ich auch noch vergessen. Wir wollen mal einen kleinen Test machen. Nein, keine Zucker. Wir möchten etwas tüften haben. Umpa. Wo habe ich denn die Abgibseite? Ist links. Was? Hola.
glaube aber, dass wir die da hinten stellen. Oh, mein Gott. Ja. Was mache ich denn eigentlich für einen Blödsinn hier? So, Dele. Hab da extra mal eine automatische Kameraverstellung hier, so. Oh, bitte das Ding dahingestellt. Ich hab zum Kotzen mit dem Volk hier. Mache nur Mist. Nee, 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 nee. Genau. Mu macht die Kuh. Jawohl. Nein, mehr sage ich dazu nicht. Da wartet ihr jetzt alle nur drauf. Mach ich dich, mach ich dich. Katsching. Oh, 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 das hat mir aus der Bahn gerutscht. Wenn du einmal anfängst mit dem Gedönse, ne? Immer das gleiche Spiel. Jetzt hänge ich gleich von dem anderen Hänger, weil ich zu nah dran bin. Und das sah so gut aus. Alter! Ist es denn wahr? Jetzt habe ich verspielt. Oder? Kriege ich ihn noch? Oh, ich krieg doch, ich krieg doch, ich krieg doch. Wer hätte das gedacht? Wie denn? Wo denn? So. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist der, da hinten steht er. Den brauche ich. Zack. Die Räume, die müssen auch hier weg. Die stehen im Wege. Nein, den nicht. Oder den auch. Den auch. Ja, nee, das geht ja auf jeden Fall. Das ist ja nicht das Problem.
der Veredelungsautomat, naja, das dürfte das Problem werden. Den Pim Kleiner hier. Ah ja. Das ist ja noch kein Problem. Gleich noch Wasser reinfüllen, dass sie anfangen kann zu arbeiten. Und dann muss ich dann eher mal sehen, ob das funktioniert hier mit dem. Ne? Weiß, was ich meine, gell? Tut's nicht, ne? Warum der die Bulling aufnimmt? Naja, ich werde mich hier noch ein bisschen weiter mit rumquälen. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr denn demnächst wieder dabei seid oder bei der nächsten Folge. Wann die kommt, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Mal schauen, wie das alles so klappt. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag gewünscht und tschüss.